Hallo und willkommen zu einer, ich glaube, vielleicht der letzten Episode Castle Crush mit dem Fred heute. Warum ist das so? Das werde ich euch jetzt gleich mal erklären, während wir jetzt das Spiel mal machen. Ich bin im Android-Account. Ich bin aktuell in meinem anderen Account gar nicht aktiv. Ich bin aus dem Clan rausgegangen, bin überhaupt nicht mehr großartig da am Spielen. Warum? Das hat eigentlich nur den Grund, dass mich das vor kurzem einfach so aufgeregt hat. Die Decks teilweise so ab 2.7, ab 2.800 Pokalen. Es war einfach so lachhaft. Jedes Mal hatten die Leute nicht mal... Ich habe teilweise gegen Leute gespielt, die hatten nicht eine einzige Truppe in ihrem Deck drin. Das fand ich so lachhaft. Zweimal Meteor, zweimal Schneesturm. Übrigens kann man jetzt hier auch Spieler stumm schalten. Das ist so lachhaft teilweise, echt. Zweimal Schneesturm, zweimal Meteor, zweimal Stärkung, zweimal Windstoß. Da denkst du dir auch so, ja, was soll das? Wenn man nicht, das macht dann absolut keinen Spaß. Ich habe immer gesagt, ich spiele dieses Spiel aus dem einzigen Grund, weil es mir Spaß macht. Und dann habe ich immer gesagt, nö, mir macht das jetzt mit diesem Account absolut keinen Spaß mehr. Da habe ich keinen Bock drauf. Weiß ich nicht. Dann habe ich mir gedacht, ja, dann spielst du das jetzt halt mit dem anderen Account erstmal nicht mehr. Ah, ey, das regt mich sowieso auf aktuell. Diese Game Balance ist manchmal wirklich ein bisschen komisch. Es wird irgendwie immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Da muss mal wirklich was gemacht werden seitens der Entwickler. Das ist... ich weiß auch nicht. Aktuell ist das nicht so das Gelbe vom Ei. So, das läuft doch... Aktuell läuft es hier unten in den unteren Regionen. Es macht so viel Spaß, ohne Witz. Hier macht es so viel Spaß zu spielen. Aber in den oberen Regionen... Das macht doch... Ich verstehe nicht. Das kann doch den Leuten selber auch keinen Spaß machen. Wenn du da nicht mal eine einzige Truppe in deinem Deck hast. Nicht eine. Ey, du immer wieder Windstoß, Meteor, Windstoß, Meteor, Windstoß, Meteor, Windstoß, Meteor. Ey, was soll das denn? Was soll das denn? Ohne Witz. Ey, das regt mich so auf. Und ich weiß, viele von euch spielen das Spiel gerne. Ich kann es ja auch verstehen. Es ist ein geiles Spiel. Ohne Witz, es ist ein richtig geiles Spiel. Und ich muss auch wirklich sagen, ich hatte das Spiel ja am Anfang, ich glaube, das war Anfang November, wo ich angefangen habe, das zu spielen. Ja, oh, ich dachte schon, wir würden jetzt keine Verbindung kriegen. Anfang November habe ich das angefangen und ich muss auch wirklich sagen, war wirklich sehr, sehr positiv überrascht, auch von der Freundlichkeit, mit der die Entwickler auf mich zugekommen sind. Das war wirklich richtig klasse und die Entwickler sind richtig, richtig, richtig coole Dudes, muss man auf jeden Fall sagen. Machen ihre Sachen natürlich auch sehr gut, sind richtig freundlich zu mir gewesen immer und haben mich natürlich auch mal mit Informationen versorgt, muss ich wirklich sagen. Da auf jeden Fall ein richtig großes Dankeschön. Muss ich allerdings auch dazu sagen, die brasilianischen, ne? Also was ich dann von der deutschen Community oder vom deutschen Community Manager, das war dann wirklich mal gar nichts. Also außer Kritik hinter meinem Rücken habe ich da wirklich gar nichts erfahren. Das war natürlich dann ganz super. Also da kann ich dann auf jeden Fall auch drauf verzichten. Aber ja, die brasilianischen Kollegen, die sind auf jeden Fall ganz nett. Und ja, das ist auch ganz cool auf jeden Fall. Jetzt müssen wir ganz kurz noch gucken, dass wir jetzt den Costa mal eben hier besiegen. Es wird aber nicht so leicht werden. Auch wenn wir schon ganz gut vorgearbeitet haben. Na, dann macht er den, ist aber egal. So, Nummer 2, Nummer 3. Jetzt sind wir auf allen drei Bahnen vertreten. Ich weiß nicht genau, was er jetzt macht. Er führt ja auch noch, er hat ja noch die Stärkung, also von daher, okay. Müssen wir mal eben ganz schnell uns hier zumindest schon mal um den einen kümmern. Jetzt zack, den dahin. Ja, wir liegen immer noch zurück, aber es sieht ganz gut aus. Es sieht ganz gut aus, komm. Schreibt mir mal in die Kommentare. Bei wie vielen Pokalen seid ihr? Was macht euch da aktuell am meisten Spaß? Was spielt ihr für ein Deck und so weiter? Interessiert mich auf jeden Fall mal. Ich muss wirklich sagen, hier unten in den Regionen, das macht richtig Spaß. Da habe ich mich vertan. Aber solange wir noch auf jeden Fall unseren Ballista haben, zusammen mit dem Golem, da kann uns eigentlich nicht so viel passieren gerade. Er sieht ganz gut aus. 3000 noch, komm, 3009, 3008, 2008, das läuft, Den nehmen wir mit nach Hause. Wir können ihn wieder aktivieren. Weiterhin Spieler stumm schalten. Ja, da setzt er also auf eine Bahn da unten. Aber das war's. Ja, ein weiterer Sieg für uns. Juhu, läuft. Und eine Silberkiste. Habe ich noch Gems? Ja, 31. Das wird allerdings nicht reichen, um noch was zu öffnen. Wir können auf jeden Fall noch ein Spielchen machen. Hier unten macht das richtig Spaß. Hier unten in den Regionen macht das richtig Spaß. Mr. Clean. Hallo, viel Erfolg, Mr. Clean. Ist er da, Mr. Clean? Na, Mr. Clean ist nicht da, beziehungsweise ist da, aber er will uns nicht großartig antworten. So. Komm. Hey, viel Erfolg. Danke, Mr. Clean. Du bist so nett zu uns. Du bist so ein netter Junge, Mr. Clean. Oh nein, da hat er sich vertan. Da dachte er nämlich, er könnte uns besiegen damit. Aber so einfach. Nein, jetzt hat er... Wir haben zum Glück noch die Dryade. Die Dryade, so schreckt man das. Oh, die Dryade. Die Dryade. So, lade dich wieder auf, Baby. Sehr schön. Nein.
meine Dryade. Eine schöne Dryade. Mach sie doch nicht kaputt. Mach sie doch nicht kaputt. Jetzt brauchen wir irgendwas dahinter zum Setzen. Habe ich leider nichts. Problem A. Das ist gut. Ding, 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 ding. Hehe, weg damit. So, mal eben gucken. Ja, das ist natürlich super, dass du den jetzt setzt. Das ist natürlich sehr gut für uns. So, mal gucken. Kriegen wir den? Ja, sehr schön. Noch den, na, wobei, den kann ich jetzt nicht hinterher setzen. Wenn ich jetzt die Bogies da hinterher setze, das wäre nicht gut. Ah, zack, zack, das ist doch sehr schön. Bringt uns jetzt gerade auch nichts. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir irgendwie seinen Scharfrichter kaputt kriegen. Bevor er zu den Bogies kommt. Ah, die Piratin noch dahin. Oh. Lass bitte meinen Barbar in Ruhe. Oder der Krieger? Ne, Krieger ist ja der andere. Ne, Zwerg, genau. Ist das der Krieger oder der... Ach, ich komme mit den Namen durcheinander. Jetzt hat er den gesetzt. So, du gehst kaputt. Oh, er hat sich ganz gut befreit jetzt hier gerade, aber er darf natürlich nicht vergessen, dass wir natürlich auch den Skelettkönig haben. Oh. Oh, der Kollege hat tatsächlich... Oh, da muss ich mir wirklich jetzt mal... Da müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken. Das war ein gewonnenes Spiel, was wir jetzt eigentlich fast schon wieder aus der Hand geben. Hier, das ist nicht gut. Das war echt... Das ist aber das, was Castle Crush so ausmacht. Wir dachten, wir hätten es im Griff gehabt und dann am Ende kam er dann nochmal um die Ecke und hat dann das Spiel nochmal gedreht. Das wird nochmal knapp. Kommen wir vielleicht sogar in die Overtime? Ich hatte, glaube ich, hier an einem Android-Account hatte ich noch nie Overtime. Könnte knapp werden. Könnte knapp werden. Oh, macht zumindest einen davon kaputt. Sehr schön. Jetzt müssen wir noch den Skelettkönig irgendwie besiegen. Ja, ein hartes Match. Da ist es ein hartes Match. Nein, er kommt wieder dadurch und mit seinem Scharfrichter. Das gibt's ja nicht. Mann, Leute. Oh, wieder ein Scharfrichter. Ja, Scharfrichter kann ich nicht gut kontern. Das ist einfach so. Oh, so gerade eben. So gerade eben haben wir ihn. Jetzt haben wir... Er hat schon wieder den nächsten ausgepackt. Ich brauche mal entweder die Pfeile oder sowas. Das wäre geil. Pfeile. Okay, den davor. Ey, wir sind immer noch ganz gut dabei eigentlich. Ich denke, jedes Mal, wir würden verlieren. Und dann, ja, er setzt die Bombe dahin. Das war natürlich jetzt ganz schlau von ihm. Pfeile. Haben wir nicht. So, das nochmal, das Feuer. Ja, nicht schlecht. Ah, komm, wir müssen noch durchkommen. Alter. Nein, das war's jetzt. Wir haben verloren. Das war's. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt besiegen kann. Wir haben einfach zu viele Karten, die uns jetzt hier noch hinten fehlen. Ich bräuchte die Pfeile. Wenn ich jetzt die Pfeile hätte, dann könnten wir es vielleicht noch schaffen. Wobei... Ja, vielleicht. Nein, er hat schon wieder den Scharfrichter. Es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus. Retten wir uns vielleicht noch in die Overtime? Das ist die Frage. Ich glaube nicht. Eieiei. Hartes Match. Hartes Match. Ach, gib mir noch eine Karte, Mann. Ey, immer wieder. Er kann immer wieder den setzen. Diese Kombination aus Scharfrichter und aus... haben wir ihn schon geschaltet? Hehe. Du kannst uns nicht hören. Also, du kannst uns schon hören. Also sowieso nicht. Aber du kannst uns auch nicht... Du kannst nicht sehen, wenn wir was schreiben. Wir müssen irgendwas umändern. Ich weiß auch nicht, was, denn... Irgendwann ist das natürlich auch schwierig, wenn du immer wieder den Scharfrichter... Den Scharfrichter habe ich selber, lol. Warum setze ich den denn nicht ein? Wir nehmen ruhig den Scharfrichter mit rein. Machen auf jeden Fall noch ein Spielchen. So, und dann bin ich mal gespannt. Leute, soll ich den Account löschen, den anderen? Was mache ich damit? Soll ich ihn inaktiv lassen? Macht mir, ey, das ist... Solange da keine Game-Balance mal irgendwie ins Spiel kommt oder so, das ist echt lachhaft. Dazu kommt dann noch, dass der Unchained Demon, also der entfesselte Demon, einfach auch total OP ist. Das kommt dann auch noch hinzu. Wo ich mir dann auch denke, ja, das lohnt sich ja auch. Oh, mal eben ganz schnell die Dryade jetzt hier entsorgen von ihm. Lacino, nein, oh, da ist er kaputt. Ja, super. Vielleicht können wir einen Trick anwenden. Moment. Jetzt warten wir nicht mehr eben. Ja, die Statue muss weg. Ja, das hatte ich mir schon gedacht. Ja, mach doch hin jetzt. Zusammen, gemeinsam muss... Ja, das war natürlich jetzt... Das war ganz dumm, einfach nur. Das muss ich wirklich mal so sagen. Das war nicht schlau. Das ist auch nicht so. Das ist auch nicht besonders schlau, denn jetzt können wir mal eben schnell alles wegmachen. So, jetzt haben wir die Oberhand. Den dahin. Immer Tank und dann das dahinter setzen. Demon können wir eigentlich jetzt gleich mal benutzen. Warte. Wird reichen für ihn. Ja, ist weg. Komm. Ist doch nicht viel passiert in diesem Spiel bisher. Deswegen holen wir uns jetzt einfach mal den doppelten Golem. Da noch die Dryade hinterher. Oh, er hat den Blitz schon. Ja. Sehr schön, der doppelte Demon hält. Ja, genau, jetzt setzt er da zwei Ballista hin. Das ist klar. Setzt er mir da zwei Ballista vor die Nase.
Henker da oben hin. Aber wir haben sehr viele... Wir haben sehr viele, ich nenne es jetzt mal Zauber im Deck. Also sehr viele Bomben und so weiter und so fort. Ja, nicht gut. Vielleicht kriegen wir mit der Bombe noch klein. Nein, immerhin unentschieden. Immerhin haben wir dann unentschieden erreicht. So, das geht kaputt. Jetzt haben wir die Golems auf allen Seiten. Ja, wie, das ist oder? Das war so ein Move mit dem Standartenträger. Da hast du schon gemerkt, den setzt er jetzt nur, weil er nichts anderes hat. Oh nein, der hat den dunklen Ritter. Ich werde bekloppt. Ernsthaft hat er den dunklen Ritter jetzt? Na, das ist jetzt natürlich gar nicht gut für uns. Jetzt bräuchte ich selber schon mal den Demon. Hab ich den eben ausgetauscht? Ne, wir haben den... Ah, der ist noch da. Schön. Ja, doppelter. Das war's dann jetzt auch für uns, glaube ich. Den doppelten Ritter, den kann ich nicht kontern. Da fehlen mir aktuell noch die Karten zu. Ich glaube, das wird die zweite Niederlage werden. Das wird so knapp, ey, das wird so knapp. Wir können es nicht drehen. Ich wüsste nicht wie. Wie soll ich das jetzt drehen? Keine Chance. Ich hab den Blitz zwar... Hab ich den schon? Ich glaube schon. Aber das wird... Ey, das ist, er hat jetzt die Oberhand. Das, wir haben glaube ich, keine Chance mehr. Ja, er setzt wieder den davor. Das ist teilweise schwierig, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Das ist ja der Unterschied. Hier unten macht es einfach Spaß, weil es wirklich mal richtige Spiele sind. Wo der Gegner auch mal richtige Karten benutzt. Nicht einfach nur in jedem Spiel einfach immer nur ja einfach in jedem Spiel durchgehend einfach nur Zauber benutzt. Das ist so lachhaft, ohne Witz. So, die müssen jetzt down. Irgendwie muss ich jetzt den Kopf hier aus der Schlinge ziehen. Oh, Moment, den krieg ich sogar. Komm, mach den Ritter. Ah, das reicht natürlich auch nicht. Oh, er lebt noch so gerade, komm. Er hält mich hier auf allen Ebenen wieder. Er hält mich wieder auf allen Ebenen, hat er mich wieder. Das ist nicht möglich. Wir retten uns wieder, wahrscheinlich kurz vor der Verlängerung wird es wahrscheinlich wieder scheitern. Ja, das war's. Hat er mich gekriegt. Hat er mich tatsächlich einmal gekriegt mit dem Trick. Das war's. Ich glaube, dass ihr habt 7, 6, wir schaffen es nicht ganz in die Verlängerung. Ja, das ist natürlich geil, ne? Macht da noch einen schönen Smiley da hinterher. Ritter kann ich ja auch, dunkler Ritter. Habe ich den? Ich glaube, den habe ich gar nicht. Habe ich noch nicht, ne? Nein, habe ich noch nicht. Aber ist auch egal. Ich sage trotzdem schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Entscheidet mal, wie soll es weitergehen. Deutscher Community-Manager, schreibt mich doch gerne mal an. Also, ist immer einfacher, als hinter dem Rücken was zu erzählen, mich einfach mal anzuschreiben. E-Mail-Adresse steht ja auf meinem Kanal. Aber wie gesagt, nochmal dickes Lob auf jeden Fall an die Entwickler. Das Spiel ist gut, aber Balance-Eindruck müsste dann vielleicht doch mal her. In dem einen oder anderen Fall, aber ich bin sicher, sie arbeiten dran. Einschaltet mal mit, schreibt in die Kommentare und bis später. Tschüss.